Heute stellen wir unser neues Rückgefährt Eiko vor, was wir als zweites Rückgefährt vom Kommunalbetrieb wieder angeschafft haben. Unser altes Rückgefährt mussten wir leider abgeben, weil es nicht mehr für die Waldarbeit geeignet war. Und deswegen haben wir uns entschieden, wieder ein zweites Rückgefährt für die Waldarbeit zu verwenden. Und heute wollen wir das offiziell vorstellen. Was macht ein Rückgefährt genau? Und zwar ist es für die Rückarbeit des geschlagenen Holzes zu verwenden. Wir schlagen das Holz im Wald dann und die Pferde rücken das dann so weit vor, bis wir das dann mit der Maschine dann abtransportieren können. Vorteil natürlich, den wir mit den Rückgefährten haben. Wir haben keine Bodenbelastung auf den Flächen, sodass wir da nicht mit den Maschinen arbeiten müssen. Ja, wir haben relativ wenige Schäden am verbleibenden Bestand. Wir können wunderbar durch die stehenden Bäume noch rumschlängeln, was wir jetzt mit der Maschine nicht machen könnten. Wir würden durch langes Rücken, hätten wir immer irgendwelche Schlagschäden und Rückgeschäden an den verbliebenen Beständen. Wir müssen die teuren Maschinen sozusagen nicht einsetzen. Ja, die Gefahr durch Abgase oder durch einen geplatzten Schlauch, gerade hier im Wassergewinnungsgebiet, besteht also nicht. Also es ist eine sehr, sehr ökologische Arbeit, die wir da mit den Rückgefährten durchführen.